Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mache ich hier ein klitzekleines Showcase. Und zwar könnt ihr hier schon im Hintergrund ein bisschen was sehen. So, und zwar mache ich jetzt hier mit zack, zack, die Türen auf. Hoch, und da passiert so, warte. Okay, gut. Na, was? So, und zwar, was ich gebaut habe, ist eine Austrian Airlines 777X. So, jetzt soll es aber funktionieren. Zack, perfekt. Die Türen öffnen sich. Vorne geht's hoch. Zack, und hier ist es. Was ich hier auf der Seite gebaut habe, zeige ich euch jetzt. So, also zack. Und jetzt kommt das Flugzeug daher und dann zack. Die Türen kann man dann öffnen, hoppala. Zack, dann kann man hier reingehen, sie einen Platz suchen, hier im ganzen Flieger. Oh Gott. Also hier die Kabine. Hier muss ich was neu anders bauen, weil hier unten kann man es schon erkennen. Hier ist ein Fahrwerk, das funktionieren sollte. Was er auch teilweise tut. So, gut. Passagiere nicht geladen, aber beladen. Zack. Weg damit. Zack, perfekt. Und dann tschu, schließt das hier raus. So. Und so, wenn es jetzt klappt. Klappen will, klappen soll. Klappen nicht wollen. Es will nicht. Ah, doch, jetzt fällt's. Zack. Manchmal hat das Spiel Probleme, dass das Flugzeug beginnt zu rollen. Zack, dann kann ich das hier wieder, hoppla, Taste reinpacken. Wieder zu. Und das auch. Zack, dann, wie, wenn ihr die 777X kennt, hier seht ihr ja hier diese Winglets. So, und in echt kann sie das natürlich auch. Und zwar können die sich ausfahren. So, ich habe sie jetzt hier mit dem 80-Grad-Winkel gemacht. Hier und hier. Es ist halt schade, dass man hier vorne diese Motoren nicht, also hier diese Motoren, die man hier sieht. Na gut, man erkennt sie nicht so gut. Dass man die nicht kleiner machen kann. Weil guck mal jetzt hier, also hier diese Motoren, mit denen man das drehen kann. Kann man halt leider nicht kleiner machen. Vorne habe ich hier die Klappen. So, und dann heben wir mal ab. Zack. Dann vorne, zack, hier ab. Zack, Klappen wieder zu. Das hintere Fahrwerk, das sieht man halt leider, weil das Flugzeug war zuerst nicht dafür ausgelegt, hier noch so ein Fahrwerk zu haben. Davor hatte es halt dieses ganz normale. So, dann kann man hier die Kondensstreifen hinten anmachen. Aber die mache ich lieber wieder aus, weil das Spiel leckt so oder so schon. So, zack, dann kann ich hier hoffentlich aus der Kurve rauskommen. Weil das Flugzeug hat manchmal diese Probleme, wie ihr seht, die Maus ist hier drüben. Das Flugzeug fliegt mausgesteuert, aber es lässt sich nicht rüberdrehen. So, das ist das Problem. Da muss ich immer hier von dem vorne Schub, also hier von diesen Propellern, muss ich halt ein bisschen geringer machen, dass das Flugzeug halt wieder gerade wird. So, jetzt kann man das Fahrwerk wieder runter. Zack, hier nächstes Problem. Das Fahrwerk kommt nicht raus. So. Zack, das sieht man jetzt hier. Das hintere Fahrwerk kommt nicht immer raus. Das funktioniert meistens, wenn man hier ein bisschen. Zack, jetzt. So, das eine kommt raus. Was ist mit dem anderen? Na gut.
Das ist das Problem halt, wie ich schon gesagt habe. Hier habe ich noch ein paar Kameras, hier von dem Fahrwerk, das halt nicht raus will. Hier oben noch. Okay, die ist runtergefallen. Zack. Cockpit und halt von außen. Die frei beweglich. So, dann lass uns mal landen. Ah, jetzt kommt's raus. Na, perfekt, es klappt. Zack, dann werden wir ein bisschen langsamer. Ah, ich lande am Flughafen. Nicht, dass wir hier gleich noch abstürzen. Was wir sowieso werden. Ach, ich drehe noch eine Runde. So, also hinten hat es noch einen APU. Hier sieht diese Maschine habe ich gestern neu angemalt. In diesem Austrian Airlines Design hier. Weil davor war sie im Boeing Design, also halt einfach Boeing. Und ja, so. Wer wissen will, wie man dieses Fahrwerk baut, das kann ich euch in einem anderen Video mal zeigen. Zack, und Butter. Meine beste Landung bis jetzt. So, zack. Und wie man das auch von der echten Maschine kennt, Fahrwerk rein. Also, was heißt Fahrwerk? Die Winglets kann man dann wieder rauf, um Platz zu sparen. Dafür wurden die auch entwickelt. Drehen kann das Flugzeug nicht ganz so gut, weil sie vorne halt eben, das hier vorne kann sich halt eben nicht drehen, das dreht sich nicht. Es kann halt nur links, rechts, aber womit es sich drehen kann, also warte, auch das ist ja abgerutscht, okay. Womit es sich dreht, sind hier vorne diese Propeller hier vorne, mit denen drehen sie sich. So, okay, also das hier sollte eigentlich nicht so sein. So, was man mit diesem Flugzeug hier auch noch machen kann. Zack, man kann überall damit abheben, wenn man damit gelandet ist, dort. Ah, ich liebe es. So, woran das liegt, ist, dass sie hier vorne diese ganz, ganz viele Propeller überall drinnen hat. Hier hinten zum gerade fliegen und so. So, jetzt will der vordere nicht. So. Dieser Flieger war früher mal eine 737 von Ryanair, bis ich sie umgebaut habe zu diesem, was sie jetzt hat. Also wie sie jetzt ausschaut. So, zack, dann gehe ich hier mal ein bisschen schnell zurück. So, und zwar, was ich vorher gemeint habe mit dem Fahrwerk, dass das eigentlich nicht dafür ausgelegt war. So, ich habe hier früher, also früher war an dieser Maschine dieses Fahrwerk hier dran, dieses hier. Dass sich halt ausklappt und so. Dieses ganz einfache halt. Da waren hier unten ein paar drinne. So. Und ja. So. Na gut. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.